Fahrt zur Nature Watch Wanderung ins ewige Eis. Ziel ist die über 3000 Meter gelegene gefrorene Wand am Zillertaler Gletscher. Nature Watch Wanderungen werden von einem ausgebildeten Guide begleitet, der über die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt genau Bescheid weiß. Nature Watch Guide Hermann erklärt zuerst den Gästen das Fernglas, wie es eingestellt wird und wie man den schärfsten Blick bekommt. Selbst im heißesten Sommer ist es hier oben kühl und erfrischend. In Augenhöhe mit den höchsten Bergen Österreichs, dem Großglockner und dem Großvenediger. Gesteinsformationen und wie die Gletscher den Alpenraum geprägt haben, das ist von hier oben aus am schönsten nachzuvollziehen. Lebensraum Hochgebirge. Das Murmeltier hat sich dem perfekt angepasst. Heute ist es allerdings scheu und versteckt sich. Normalerweise lebt da oben eine Mords-Murmeltierkolonie, zum Teil ein bisschen verstreut. Die Jungtiere eher rechts, die Alten eher links hinten bei den Felsen. Heute haben wir ein Mordsproblem mit dem Föhn, mit dem Wind. Das hat das Murmeltier nicht so gerne. Deswegen sind sie großteils wieder im Bau zurück und wir haben halt nicht ganz so viel Anblick gehabt. Ein paar Mutige haben sich dann doch aus dem Bau gewagt. Vom ewigen Eis in die Kulturlandschaft des Talbodens. Diese Nature Watch Wanderung im Naturpark Zillertaler Alpen zeigt die vielfältigsten Lebensräume im Gebirge. Nach etwa 7 Stunden ist der Talboden erreicht. Die Ferngläser von Swarovski Optik können auch als Mikroskop verwendet werden, gestochen scharf und ganz nah. Das Sporthotel Manni mitten im Zentrum von Meierhofen ist Ausgangspunkt für 5 unterschiedliche Nature Watch Wanderungen. Die Route auf den Gletscher ist eine davon. Natürlich darf nach dieser Höhentour eine kräftige Zillertaler Jause nicht fehlen, inklusive einem Glas Zirpenschnaps. Und zur Entspannung geht es dann noch aufs Hoteldach ins Swimmingpool.